ein neuer Börsengang hier an der Frankfurter Börse. Serviceware wagt den Sprung aufs Parkett. Ja, und für den DAX ging es am Freitag erstmal ein bisschen ins Minus. Auf Wochensicht lief es dann aber doch ganz gut. Der Syrien-Konflikt und der Handelsstreit, da ist es wieder etwas ruhiger geworden. Damit herzlich willkommen zu Market Insight. Ich bin Manuel Koch. Ja, auch die Quartalssaison in den USA geht langsam los. Alcoa konnte überzeugen, wie es da weitergeht. Darüber rede ich gleich mit Cornelius Baczynski, Marktanalyst beim Online-Broker gkfx.de. In den USA kommt jetzt eine Zahlenflut. Wie stehen denn die US-Unternehmen da? So ist es. Wir kriegen jetzt die Quartalszahlen rein in den USA und überwiegend sind ja die Unternehmen haben doch gute Zahlen gebracht. Wir hatten ja zum Beispiel Alcoa gehabt gestern, die haben wirklich überzeugt, haben auch einen Kurssprung gesehen. Ja, American Express hat überzeugt, die Goldman Sachs hatte überzeugt. Wir hatten auch einige Dämpfer, IBM hat ein bisschen geschwächelt im Umsatzbereich her. Aber nichtsdestotrotz, überwiegend bis jetzt waren die Zahlen wirklich gut. Das haben wir ja auch an der Reaktion des US-Index gesehen. Ja, der Dow Jones, der ist ja dann, hat sich dann doch ein bisschen erholt nach oben. Deutlich von diesen Tiefs, die wir gesehen haben. 200-Tage-Linie wurde bestätigt. Ja, nichtsdestotrotz, die Euphorie der letzten Zeit ist nicht mehr da. Klar, sicherlich, wir haben ja den Handelskrieg, der immer noch im Hintergrund ist, dann der Syrien-Konflikt, der da war. Also wir haben uns schon gut von den Tiefs gelöst. 2000 Punkte sind wir ja schon wieder nach oben gegangen. Zum Allzeithoch ist noch ein bisschen Platz. Nichtsdestotrotz denke ich mal, ja, dass die Marktteilnehmer doch ein bisschen vorsichtig sind. Wir werden mal schauen, wie die weiteren Daten dann sein werden, wie die Unternehmensdaten dann sein werden, aber dass wir da jetzt wirklich neue Allzeithochs sehen, denke ich mal nicht. Dafür haben wir noch zu viele geopolitische Gegebenheiten. Ja, aber nichtsdestotrotz, US-Markt ist weiterhin robust, ja, und dementsprechend der Ausverkauf bleibt momentan aus. Auch wenn es am Freitagvormittag für den DAX bei Handelsstart so ein bisschen ins Minus ging, der Trend war diese Woche dann doch eher ein bisschen positiv. So ist es. Ja, wir haben ja auch gesehen beim DAX, dieser Dreifachboden, der hat letztendlich gehalten. Ausgehend davon haben wir uns ja deutlich nach oben jetzt korrigiert. Wir sind jetzt genau an diese 200-Tage-Linie zurückgelaufen. Hier gibt es jetzt schon seit einigen Tagen einen Kampf um die 200-Tage-Linie. Ich denke mal, wir sind wirklich sehr, sehr gut gelaufen von den Tiefs im Bereich der 11.800 Punkte, die dann da ja dreifach bestätigt wurden. Ja, dann sind wir jetzt doch schon auch ungefähr 1.000 Punkte wieder zurückgegangen. 200-Tage-Linie, das wird jetzt das A und O sein. Ausgehend von hier, denke ich mal, sollten wir ein bisschen Korrektur jetzt bekommen, also ein bisschen verschnaufen. Ja, und dann werden wir mal weitersehen. Sicherlich nächste Woche steht ja auch die EZB-Sitzung an. Da schauen wir mal, was da von der Seite reinkommt. Ja, erstmal eine Korrektur, ein bisschen verschnaufen. Und wenn die 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen wird, dann haben wir natürlich Potenzial weiter nach oben. Ja, ansonsten dürfte das Ganze auch noch weiter runtergehen und wir uns in der Seitwärtsbewegung noch ein bisschen weiter bewegen. Die EZB haben Sie schon angesprochen. Auf welche Termine schauen Sie sonst noch so? Nächste Woche kriegen wir noch einige wichtige Daten rein. Der IFO-Geschäftsklimaindex hier für Deutschland, einige Einkaufsmanager-Indizes, die wir reinbekommen für Deutschland, Eurozone, auch aus den USA, Konsumausgaben aus den USA, das BIP für die USA auf Quartalssicht, das ist das erste Quartal. Werden wir mal schauen, wie entwickelt sich dort die Konjunktur in den USA. Das BIP aus Großbritannien kriegen wir rein. Und wie schon angesprochen, das Highlight natürlich die EZB-Sitzung am Donnerstag. Was wird wieder der Mario Draghi sagen? Ja, was wird es da im Hinblick auf die künftige Zinsprojektion geben? Wie werden sich dann da die Marktteilnehmer dahingehend positionieren? Wir bekommen auch aus Japan die Bank of Japan, die tagt. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, Herr Kuroda ist ja immer für eine Überraschung gut. Wir haben ja auch gesehen, der Yen ist auch in der letzten Zeit wieder deutlich stärker geworden. Also es könnte da auch eine verbale Intervention geben. Ja, also alles in allem eine spannende Woche und da wird wieder mit Volatilität zu rechnen sein. Cornelius Baczynski, Marktanalyst beim Online-Broker gkfx.de. Danke Ihnen für diese Market Insights und danke Ihnen fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse.